Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wir spielen wieder, oder ich spiele wieder Ray of the Hunter, der Weg des Jägers. Ja, mein neuer Auftrag ist jetzt, erreiche das obere Grasgebiet oder Graslandgebiet. Da soll ich, ja, einen Hirsch jagen. Ich habe mir auch schon oder sollte mir ein neues Gewehr kaufen. Das ist einmal das, was wir haben. Und das ist jetzt das Neue. Da muss man ein besseres kaufen, weil das wohl besser ist für die Hirschjagd. Ja, irgendwie komme ich aber nicht zu der Hirschjagd, weil mir hier gerade zwei Füchse über den Weg gelaufen sind. Das war da hinten so im Wald. Die habe ich verfolgt. Wo bemerkt, nur verfolgt. War richtig interessant zu gucken, was die machen. Der eine hat den. Das war aber ein Locker. Das hören sich aber. Momentan sind hier so viele Geräusche, das ist so geil. Wollen wir was sehen? Nee. Ich bin momentan auch schon die ganze Zeit in geduckter Haltung unterwegs, weil ich will so wenig Tiere wie möglich verschrecken. Wie gesagt, mir ist unverhofft zwei Füchse über den Weg gelaufen, einmal ein älteres Tier, also ich nehme an, das war die Mutter, die Fuchsmutter und so ein Jungtier. Ja, dann habe ich sie natürlich, weil ich sie dann nicht mehr gesehen habe, bin ich dann hinterhergelaufen und habe ich sie natürlich alarmiert und sind sie weggelaufen. Ja, also richtig gut gemacht. Das, was hier rumknurrt, scheint wohl ein Dachs zu sein. Mal gucken, ob ich das hier, ob ich den hier irgendwo sehe. Ja, ich habe dieses Jagdgespür habe ich an. Man kann das auch ausmachen, es ist heller. Aber ich habe das an. So wie man denn stehen bleibt, kann man denn die Geräusche hören oder er nimmt das denn besser wahr und dann kann man sehen, wo das Geräusch herkommt. Ja, wenn wir jetzt hier durchs Gebüsch gucken können, wäre das cool. Ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Was habe ich momentan gemacht? Also ich habe erstmal Schießübungen gemacht mit dem ersten Gewehr, was wir haben. Dann habe ich zwei Dachse geschossen. Dazu musste ich auf den Hochsitz hinter. Wo ist die Lodge? Da oben. Das ist ja unsere, ich sag mal, unsere Heimat, unser Safe Point. Daran, denn so vorbei und so quer da oben, da ist noch so ein Hochstuhl, da musste ich raufklettern und zwei Dachse schießen. Hier knurrt mich schon wieder irgendwas an. Ist aber nicht zu sehen. Ich denke mal, das kann mich auch wittern, weil der Wind natürlich genau passend in diese Richtung ist. Man kann das hören. Was ist das, ey? Was ist das? Maultierhirsch? Das ist ein Jungtier. Nee, das will ich nicht schießen. Boah, da läuft es. Was ist das? Erwachsen, weiblich. Okay. Oh, da ist noch eins. Was ist das? Auch erwachsen, weiblich. Okay. Ja, nur weibliche Tiere. Das ist ein bisschen blöd. Da ist noch einer. Ein Jungtier. Ja, die Jungtiere will ich nicht wegballern.
Weil wenn das denn wirklich dem so ist, wenn man die Jungtiere wegbleibt, dass man die Population hier dann ist mir aber ganz schön auf die Nüsse. Ey, was ist das? Ist das wieder ein Dachs oder was? Ich komme eigentlich nicht dazu, hier mehr zu gucken. Gut, die Räder könnte ich mich noch näher rampirschen. Der Wind, der ist ungefähr, kommt von vorne fast. Kann man unten rechts in der Ecke sehen, aber einmal kann man sehen, dass ich in geduckter Haltung bin. Und einmal dann, wieso da wo der Pfeil ist, da kann man dann sehen, wie der Wind ist. Aber er hier hat mich denn wohl geschnuppert zu haben. Ja, mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Und ja, das letzte Video, das hat ein bisschen gedauert, bis es in Full HD und in 4K hochgeladen war. Glatte 7 Stunden, der pure Wahnsinn. Ja. Darum ist das auch zu Anfang ein bisschen schlechter. Da oben kann man sehen, wenn man weiter, so ein bisschen weiter Nordwest geht, da steht mein Auto. Ich habe mein Auto da einfach irgendwo in den Wegen hingestellt und bin gelaufen. Ja, ich finde das total geil zu laufen. Klar komme ich mit dem Auto schneller überall hin, aber dann verjage ich auch die ganzen Tierchen. Und dann sehe ich die Tierchen nicht. Und ich gerade das will ich ja sehen. Auch wenn ich gar nicht missionsmäßig weiter vorankomme. Ich will die Tiere einfach sehen. Wie gesagt, zwei Fuchstierchen habe ich jetzt gesehen. Und ja. In diesen großen Kreis muss ich rein. Da muss ich dann wohl irgendwas schießen. Ich denke mal, ich nehme an, Reh ist ja auch da oben angegeben. Welcher von beiden hat einen weißen Hintern? Mein Gott, Junge. Ey, was bist du? Du kannst nur ein Dachs sein, ey. Ich möchte gerne noch weiter die Rehe weiter angucken. Oder die sind weiter gelaufen. Ich weiß auch nicht, ob die Tiere, die hier sind, eine feste Route ablaufen oder ob die Tiere hier sich so frei bewegen dürfen können. Das weiß ich nicht. Ja, super. Das hat mich gesehen. Jo. Shit. Erschrocken. Okay, die haben wohl irgendwas gesehen, was denen wohl nicht gefallen hat und sind weggeflitzt. Okay. Da sind sie wohl jetzt weiter darunter gelaufen. Sehen. Oh, das ist, ich finde das voll geil. Dann höre ich hier Spechte klopfen und ich hoffe, ihr könnt das auch alles hören. Das ist voll geil. Vor allem die Map ist riesig. Guckt euch mal an. Und ich bin nur hier gelaufen. Und das kann ich alles noch erkunden. Also. Ich bin ja mal gespannt, was denn da alles so für Tiere kommen. Die Fragezeichen, das ist auch irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich. Mann, was bist du denn, ey? Kann man dich da sehen? Eine Lichtung. Es ist natürlich doof, dass du das werde ich vielleicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit Entdeckung gehen oder sich ducken. Ob das überhaupt wichtig ist, ob das ausschlaggebend ist oder auch nicht.
Da hinten steht mein Auto. Was war das? Neue Entdeckung. Maultierhirsch. Jo. Ich denke nicht, dass die Tiere in den Bäumen sind. Sind die vielleicht am Wasser? Oh, das ist so aufregend. Also, ich muss sagen, der Ton kommt über den Fernseher nicht so gut rüber als wie auf Kopfhörer. Auf Kopfhörer höre ich einfach alles. Und gucke hier überall hin. Was ich auch geil finde, ist, dass da das Gras, ne? Ja, ist schon klar. Die waren ja auch gerade hier, du Horst. Was ich schon da geil finde, ist, wenn der hier geht, dann tritt er das hier um. Also, das Gras hier so. Die Vegetation, was ein bisschen hörst. Finde ich cool. Geiles Gimmick. Okay, du guckst mir echt auf die Nüsse da hinten. Was ist das? Das ist bestimmt wieder ein Dachs. Boah, ich finde es voll geil, die Natur hier, ey. Ich finde es echt geil. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt nur zwei Dachse geschossen, weil das die überlassene Aufgabe war. Mehr habe ich noch gar nicht gemacht. Ich gucke mir ja die Tierchen an, bevor ich die Uhr wegknall. Das ist, ja, hier soll man 2 Jahren, aber ich bin viel mehr daran interessiert zu entdecken und gucken, was die Tiere machen. Und gut, man muss natürlich die Tiere jagen, sag ich mal, um Geld zu kriegen. Das ist natürlich jetzt eine Voraussetzung, um sich bessere Waffen zu kaufen. Klingt doch schon wieder mal, ey. Aber willst du denn alle? Nur ein Dachs. Ein Stern hat er. Alter! Ey, ich werde hier angegriffen. Ich muss hier weg. Ist das geil. Vorsicht, du hast dich verletzt. Ein Sturz aus großer Höhe kam. Hallo, was macht ihr denn hier mit mir? Das ist ja der Armer. Das habe ich auch noch nicht gehört. Hä? Ich finde die Geräusche einfach genial. Leider weiß man ja auch nicht, wie sich so Tiere denn auch in Wirklichkeit anhören. Also wenn sich die Tiere wirklich so anhören sollen, weil ich habe noch ein, oh, da ist ein Hochstuhl. Ich habe noch nie einen Dachs knurren gehört oder so, keine Ahnung. Dafür habe ich noch nie einen Dachs gesehen. Immer nur in Büchern. Irgendwo da im Wald sind die. Oh, Alter, ist das geil. Ey, man sieht zwar nicht so was, voll aufregend. Gerade wenn man Kopfhörer auf hat. Ich finde das geil. Wahnsinn, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Spiel so fesselt. Hätte ich jetzt gedacht, ja, rein ins Spiel. Strom gelaufen, bisschen gucken. Die Kirche in der Backballern, die besten Knarren kaufen, fertig. Aber irgendwie bin ich jetzt ganz. Bin ich da. Boah. Geil. Dann ist die. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das schon ein halber Kilometer ist, den ich weg bin. Sieht irgendwie viel weiter aus. Boah, ist das geil, ey. Die Sonne geht auch langsam unter. Ja, muss ich hin? Wie weit bin ich noch weg? Nee. Okay.
Das hat ja so einen leichten 3D-Touch, ne? Finde ich ja schon da. Was ist das hier? Das ist wieder etwas zum Entdecken. Oh, es ist jetzt 17:43 Uhr, Laufspiel. Okay, und ich habe 797 transsilvanische Slotties. Cool. Geil. Das ist so geil, ey. Was ist denn da los, ey? War das gerade ein Hirschgeweih? Kämpfen da zwei Männchen? Das hört sich danach an. Oder? Das Männchen hat da sein Geweih gegen Baum gehauen. Da ist auch irgendwas. Ist das geil, ey. Das geht hier ab, ey. Da bewegt sich aber auch nichts. Da muss ich hin. Und da ist ein Hochstuhl. Ah, ich gehe mal zu dem Hochstuhl hin. Better stay low, move quietly, and glass for animals from behind cover. Jo, alles klar. I remember when I couldn't tell the difference between a white-tailed deer and a mule deer. Grandpa used to tease me about it. Let's see if I haven't forgotten all those hunting lessons from Grandpa. Er rührt ja im Wald rum. Bewegt sich da was? Ne. Das ist so Wahnsinn, ey. Boah, ich höre so viele Geräusche auf dem Kopfhörer, das glaubt ihr nicht. Vögel, die zwitschern, dann ist hier irgendwas am Rumpiepen. Dann ist da hinten irgendwo ein Specht gerade gewesen. Dann ist da hinten was, hier der Hirsch da, irgendwas im Wald drinne. Dann knurrt da hinten noch der Dachs rum. Alter, Hammer. Dann summen hier noch Fliegen rum und, boah, das ist geil. Als wäre ich richtig in der Natur drinne. Nur, dass ich in der Bude rumhocke. Ich will auf jeden Fall jetzt mal zum Hoch sitzen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die richtige Uhrzeit hier erwischt habe für die Tierchen. Es kann ja auch sein, dass es erst nächsten Tag. Ja, da ist doch was, oder? Nee, doch nicht. Oh, da ist noch ein Hochstuhl. Okay, ist aber noch 600 Meter fast weg. Da ist wieder ein Dachshaufen. Das sind Dachse jetzt wieder. Oh nee, ne. Und jetzt kommt der Wind natürlich auch noch von hinten. Können Sie mich natürlich alle ganz schnell riechen. So. Shit, ey. Ey, wie in der richtigen Natur, ey. Koppengeräusch erstmal gucken. Und jetzt sagt nicht, ihr macht das nicht.
kenne euch noch. So, wenn wir schon mal hier am Wasser sind, können wir mal das Wasser angucken. Was war das? Alter, ey. Also ich muss sagen, das Wasser sieht gut aus. Okay, das Einzige ist, dass es keine Blubberblasen gibt, wenn man rein, wenn man hier lang läuft. Und dass es so keine Wellen gibt. So irgendwie. Aber sonst, wassermäßig sieht das schon nice aus. Was wir hier so ein bisschen verschwommen gemacht haben, ist die Steine, aber alles anders, wo schon mal den, oder das hier, kann man ja nun sehen, ne? Also das ist hier ja nun. Man soll angeblich das Gewehr nehmen, das ist dann gleich. Was ist das? Komm, fällen das her. Du, los geht's. Alter, was geht hier ab, ey? Das denn wieder für einen Tag? Wie jetzt? Oh, Alter! Ist das ein Auerhahn oder was ist das? Jo. Oder ein Fasan. Das ist ja noch einer. Ist das cool? Ist ja der Hammer, ey. Muss denn jetzt mal in den Hochstuhl? Da. Ich habe mein Ziel noch gar nicht erreicht, da wo ich hin soll. Alter, das sind ja voll viele. Hammer. Ja gut. Junges Weibchen. Erwachsen männlich. Erwachsen männlich, okay. Cool. Okay, und da muss ich hin. Okay. Gut, jetzt wo man weiß, was das ist für ein Geräusch, ist das auch geil. Das ist ja auch. Ja, jetzt ist das so egal. Boah, der Wahnsinn, ey. Und da muss ich hin. Nur wie weit muss ich da hin? Muss ich noch da hinten in den Wald rein? Oder mache ich das, wenn ich hier bin? Oder? Ja.
sind sie? Ist ja cool. Und er sagt mir jetzt aber nichts, ist zu weit weg. Okay. Mal die schöne Taxi, ey. Was wollen die immer von mir, ey? Was haben sie Lunte gerochen oder was? Ich bin mal ganz ruhig, ja. Das Einzige, was ich nicht gelesen habe, was mich aber auch gerne interessiert, ist, ja, ob Dachse denn auch auf die Vögel denn essen oder was, keine Ahnung, oder die dann auch hier jagen gehen, die Tiere. Das wäre nochmal so ein Ding, was ich mich frage. Eins ist hier noch, ja. Wo sind ja die anderen jetzt alle in den Wald wieder rein, oder was? Okay. Wahnsinn. Boah, da sind sie alle. Wahnsinn. Mei, du hast aber echt Sorgen, ey. Das Geile ist, die Treppenanimation, die wird gezeigt. Aber wenn er aus dem Auto aussteigt, dann gibt es keine Animation. Das ist irgendwie toll. Jo, Wahnsinn. Erstmal alle erschreckt. So muss das sein. Ja, ganz ruhig mal. Ganz ruhig jetzt. Ich gehe ja schon. Ja, wie man jetzt hört. Oh, das war ein Dachs. Geh bloß weg, du, das sag ich dir, du. So. Ja, dann gehe ich mal hier runter, durchs Wasser. Ja, man merkt schon, dass man hier durchs Wasser nicht so leicht durchkommt, wenn da eine Strömung ist. Muss ich hin? Toll. Amerikanischer DAX, super. Toll, das habe ich sehr erschreckt. Verdammt. Ja gut, aber ne, ist ja nun ja, großes Gebiet, würde ich mal sagen. Oh Mann, boah, ey, ist das geil, ey. Oh, der Wind kommt wieder fast von vorne, ey. Das ist jetzt echt doof. Sind die denn? Nur so ein leichtes Ruckeln. Wa?
sehe aber auch nicht, dass sich da was bewegt. Da ist noch ein Hochstuhl. Ich lege einen Maultierhirsch oder einen Weißwedelhirsch. Okay. Wie du mich schon los mit dem Jagen? Dann gucken wir doch mal. Oh, Alter, ein doofer Dachs, ey. Geh jetzt weg von mir. Willst du ja nämlich von mir? Pansenaffe, ey. Ich habe mich jetzt auch im Vorfeld. Ich habe mich jetzt auch im Vorfeld gar nicht. Ah, da laufen sie. Maultierhirsch. Perfekt. Wo waren die denn jetzt? Bleib da hinten, du Dachs. Schlingel. Ausgewachsen. Okay. Irgendwas war auch da vorne noch. Oh Mann, ey. Aber ist das alles aufregend hier? Da sind sie. Hallo, sind die denn jetzt? Ein Jungtier. Nee, das ist doof. Das sind, wie viele Meter sind das? 190 Meter. Und man kann das von hier aus nicht sehen. Mist, ich gehe den geheimen Wind von hinten. Shit.
Da sind sie alle. Weiblich, jung. Erwachsene. Oh, das gibt sogar eine Trophäe. Aber das sind nicht Junghirsche, nee, das ist doof. Oh, Junge! Ja. Oh ja, schnüffel schon. Oh, da. Nein, jetzt habe ich sie verscheucht. Fasan. Ja, super. Ach Gottchen. Sind sie. Ah, er kann sie auch komplett ganz hinlegen. Okay. Komm schon mit dem Gesicht in den Marsch rein. Oh Junge, sag mal, willst du mich jetzt fertig machen, Alter? Oh, kommen die jetzt wieder? Alter. So ein Fasan, okay. Ja gut, Fasan will ich ja nicht. Eigentlich wollte ich auch noch sagen, wie schön ich jetzt den Hirsch schieße hier, aber irgendwie. Junge, jetzt geh weg von mir. Schon. Schon cool. Was sind die denn, ey? Die kann man mit dem bloßen Auge auch gar nicht sehen, ey.
ich laufe also genau auf dich zu, okay? Jetzt muss ich natürlich noch eine perfekte Schussposition finden. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut, weil das wird sich dem wohl noch ein bisschen länger hinziehen, weil ich will mich da so, wie es, wenn es geht, ranpirschen und nicht mehr das, den Perfekten da aussuchen. Weil ich will jetzt nicht den Verkehrten schießen, nicht, dass denn die Population hier kaputt geht. Ja, so viel erstmal dazu. Und dann würde ich sagen, hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und ja. Dann hört und sieht man sich im nächsten Ray of the Hunter Video. Bis dann!